Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute geht es mal um meine Geschmacksentwicklung, die ich ja, über mein Leben im Whisky erfahren habe. Angefangen hat das mit dem Whisky, als meine Mutter das Whisky-Geschäft im Grunde aufgemacht hat und ich so mitbekommen habe, da wird Whisky verkauft. Und als Teenager hat man vielleicht irgendwo mal den Finger reingesteckt und probiert und hat halt gemerkt, ja, das schmeckt alles wie Lösungsmittel. Und es ist ziemlich bei jedem Teenager oder jüngeren Teenager gleich. Alkohol höherprozentig schmeckt alles nach Lösungsmittel. Ja, ist auch schädlich für den Körper, wenn man jung ist. Also sehr schädlich für den Körper, wenn man jung ist. Ja, und deswegen als Teenager habe ich Whisky im Grunde ignoriert. Also war für mich eine ganz nette Einkommensquelle, dass man sagen konnte, ja, ich helfe meiner Mutter mal aus beim Arbeiten, viele Kisten packen. Also ich hatte Millionen von Whiskyflaschen schon in der Hand. Ja, Millionen, ich weiß es nicht, kann man schlecht einschätzen, aber es waren Tausende und Abertausende von Whiskyflaschen, die ich dann in die Kommissionier-Schälchen reingemacht habe oder Kisten reingemacht habe, die dann verpackt wurden. Mir ist das mit Whisky das erste Mal so ein bisschen losgegangen während dem Studium und ein ganz klein wenig davor, und zwar über Cocktails. Also wir haben im Studium haben wir Cocktails gemixt, und zwar nicht irgendwo bei einer Bar oder sowas, sondern wir haben das einfach daheim gemacht. Ich hatte da ganz nett Zugang eben zu verschiedenen Whiskys oder auch anderen Spirituosen. Ein paar haben wir uns dann auch gekauft und Liköre und sowas. Und dann haben wir uns am Wochenende zusammengesetzt, haben ganz viel Fruchtsäfte eingekauft und dann haben wir angefangen, Cocktails zu mixen. Aber ja, da hat man halt die billigen Whiskys mitgenommen und man hat Whisky nur so als Randnotiz wahrgenommen und ist gar nicht so sehr auf den einzelnen Geschmack des Whiskys eingegangen, weil ja, diese preiswerten oder billigen Whiskys, die man in den Cocktail als Student reinkippt, die haben keinen großen Geschmack, da war kein Rye mit dabei, das war einfach ein billiger Bourbon. Und der hat ihn dann ein bisschen süßer gemacht. Also da hat man schon gemerkt, okay, der Whisky, viel Alkohol, bisschen süß, nicht so scharf wie der Wodka. Das war so die erste Erfahrung, die man dann so merkt, okay, das ist dann der Unterschied zwischen Whisky und Wodka, dass der Wodka immer diesen scharfen Geschmack hat und wenn man Whisky reinmacht, dann nicht, aber dann hat man auch andere Geschmäcker mit dabei. Den Whisky erstmal pur probiert, haben wir dann im Studium, also richtig probiert. Und zwar mit dem Aufkommen des Horst Lüning Videos. Ich glaube, das Video war schon ein paar Jahre alt, aber meine Kommilitonen damals, meine Studentenfreunde, haben das Video dann gefunden, fanden das auch extrem lustig. Und dann habe ich einfach mal diesen Lagavulin 16 mitgebracht. Und dann haben alle so, okay, dann lass mal schauen, was da für eine Brise, oder wie war der Spruch? Na, der Horst hat den tollen Spruch gebracht, was da für raucht und so, dieser Rauch, ne? Und dann haben wir den probiert und am Anfang war es so, boah, okay, der schmeckt ja echt krass rauchig und eigentlich nur so ein bisschen so Shock Value, wie, schau mal, wie das krass schmeckt. Und dann probiert man halt immer mal einen mit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ist eigentlich doch ganz lecker. Also den ersten Whisky, ich habe wirklich mit einem Lagavulin 16 den Whisky, Premium Whisky angefangen. Und wenn man da anfängt, merkt man erstmal, jeder Anfänger, oh, der ist viel zu heftig. Nee, schmeckt mir gar nicht. Aber wenn man dann mal zwei, drei Gläschen probiert hat, dann merkt man auf einmal, ist doch ganz lecker. Und so sind wir dann im Grunde zum Lagavulin 16 gekommen. Und das heißt, am Anfang war der Geschmack von mir sehr, sehr stark geprägt durch den Lagavulin 16. Und ich habe Whiskys gerne gemocht, die ähnliche Geschmäcker haben. Also mit sehr viel Rauch und einer guten Sherry-Note. Damals waren so, habe ich meine Eltern dann auch irgendwann mal so ein bisschen auf die Messen geschickt, wo ich dann so ein paar Kontakte hatte in die Branche, habe aber noch studiert und gar nicht überhaupt darin gearbeitet. Aber ich kannte die Leute so ein bisschen auch, wenn sie mal meine Mutter besucht haben, habe ich die auch irgendwo kennengelernt auf diesen Jahresgesprächen oder so, durfte ich mal denen die Hand schütteln. Und die haben mir dann alle so ein bisschen die Whiskys ausgeschenkt und mich so ein bisschen näher rangebracht an das ganze Thema. Aber ich, da ich geprägt war durch den Lagavulin 16, war Südküste Eiler sehr zugetan.
Also so irgendwo so ein paar Artbags, vor allem Artbag Supernova war zu der Zeitpunkt ein Thema, der war super klasse. Und ich glaube, dann noch ein, zwei Jahre später kam dann auch noch der Rollercoaster. Das war so ein Messe-Exklusivthema. Das waren so meine Lieblingswhiskys während der weiterführenden Studentenzeit. Die erste Zeit mit den Cocktails und dann während der weiterführenden Zeit war es dann eher Richtung sehr, sehr rauchige, sehr, sehr sherry-lastige Whiskys. Dann habe ich irgendwann angefangen zu arbeiten. Da meine Kollegen habe ich auch mal ein bisschen Whisky-Tastings gemacht. Da wusste ich dann schon langsam ein bisschen mehr, worum es geht, die Regionen von Schottland und die Regionen in der Welt. Und bin ich aber nicht so viel tiefer eingestiegen. Wo ich dann richtig tief eingestiegen war, war 2014. Das war mein Einstieg bei whisky.com. Und 2015 bin ich dann auch gleich mit in den Kanal mit eingestiegen, als ich mir dann ja im Grunde whisky.de alle Infoartikel durchgelesen habe. Das war sehr viel Lesen zu dem Zeitpunkt. Und ich bin bei whisky.com eingestiegen und habe dann angefangen zu sagen, okay, diese Brennerei-Videos, die sind doch wichtig. Ich will irgendwas zu dem Kanal beitragen. Also wenn man in einen YouTube-Kanal einsteigt, dann muss man irgendwas zu dem Kanal beitragen, sonst sagen sich alle nur, oh, was ist der denn, der hängt sich da einfach nur so dran und ein bisschen zuzelt. So eine kleine Zecke, die den YouTube-Kanal aussaugt. Nee, man muss wirklich was beitragen. Ich habe gesagt, okay, fokussiere mich mal auf diese Brennerei-Videos, weil ich denke, dass das einfach sehr interessant wäre für die Leute. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich würde dann einfach mal irgendwo eine Tour machen. Weil, ja, es ist relativ einfach, verschiedenste Whiskys aus aller Welt hier auf dem Fass zu probieren, aber wenn man Brennerei-Videos macht, dann muss man sich eine Region nehmen und dann versuchen, die Region möglichst komplett zu machen. Und ich habe mir gesagt, okay, da der Horst eh nicht so gerne diese ganzen Bourbons macht, nehme ich mir mal die ganzen amerikanischen und kanadischen Whiskys. Und siehe da, 2015 habe ich eine Amerika-Tour gemacht. Und jeder, der schon mal irgendwo eine Tour gemacht hat in einem Land und zu verschiedenen Brennereien, merkt, wenn man mal bei der Brennerei da war und sich mal mit einer Brennerei ich habe mich meistens mal 5 oder 6 Stunden mit diesen Brennereien beschäftigt, wenn man sich mal einen Tag lang mit einer Brennerei vollständig beschäftigt, dann kriegt man die Brennerei richtig mit. Am Ende probiert man auch noch alle Whiskys, man sieht alle Produktionsschritte, was das Ganze besonders macht. Und deswegen habe ich erstmals die Whisky, den Hintergrund des Whiskys nicht nur gelesen, sondern auch gefühlt und vor Ort erlebt, habe ich in Amerika. Und deswegen habe ich dort 2015 ja, eine relativ gute Verbindung mit amerikanischen Whiskys gefasst. Vor allem haben mich dort die Tennessee Whiskys überzeugt, weil ich einfach gesehen habe, die sind so wahnsinnig wunderschön weich. Man hat diese ganzen scharfen Stoffe rausgefiltert durch das Lincoln County Verfahren. Und ja, das ist wahnsinnig schön, vor allem die besonderen Abfüllungen. Ich würde mir sogar von den Tennessee Whiskys immer noch mehr besondere Abfüllungen, würde mich sehr, sehr freuen. Also den Jack Daniels 27 Gold oder den George Dickel Barrel Select, mittlerweile ist er, glaube ich, heißt er Neunjähriger oder irgendwie sowas. Und also vor allem haben mich die Tennessee Whiskys und die alten Bourbons überzeugt. Teilweise auch die Rye. Also die Rye fand ich auch relativ lecker. Wobei ich sie manchmal ein bisschen zu heftig finde. Wenn man so sagt, okay, der Rye ist dann auch noch ein bisschen jung, der kann dann ein bisschen scharf rüberkommen. Aber generell richtig schön intensive amerikanische Whiskys. Das, was jeder Single Malt Whisky als völlig überlagert und völlig viel zu intensiv bezeichnen würde, hat mich damals extrem beeinflusst und ich fand es extrem toll. Also deswegen habe ich auch dann auf dem Kanal super viele von diesen amerikanischen Videos gemacht, vor allem weil ich dann halt auch die Expertise hatte und sehr, sehr viel über den Hintergrund erzählen konnte. Ja, gleiches Jahr noch habe ich noch eine zweite Tour gemacht, und zwar die Eila-Tour. Ich bin nach Eila gefahren. Und da hat sich dann eben mein Faible für rauchigen, sherry-lastigen Whisky wieder belebt im Grunde. Also da habe ich dann mitbekommen, ja, wie dieser Rauch wirklich in den Whisky reinkommt und einfach diesen ganzen Torf miterlebt. Ich war vorher schon einmal auf Eila, aber das war auch wieder irgendwo davor mit so einem Firmenausflug und da hatte ich einfach noch relativ wenig Ahnung über Whisky. Da habe ich dann wirklich mitbekommen, wie viel hinter dem Torffeuer, über dem das,
über dem die Gerste getrocknet wird, wie viel das ausmacht. Ich habe auch die Port Ellen Maltings besucht und wunderschön. Also da ist dann meine Liebe natürlich wieder für rauchigen Whisky wieder hochgekommen und habe dann wieder eine ganze Menge Lagavulin und alle anderen wieder probiert und auch gemerkt, oh, Lagavulin hat zwar immer sehr, sehr wenig Abfüllungen, aber es gibt hin und wieder mal irgendwo so eine Special-Abfüllung, die sind echt wirklich besonders interessant. Das war 2015, also meine Geschmacksentwicklung bis jetzt, billiger Whisky, rauchiger Whisky, amerikanischer Whisky, wieder zurück zu rauchigem Whisky und dann 2016 habe ich eine kleine Tour gemacht und zwar nach Indien und habe erstmal den, außerhalb des deutschen Whiskys, habe ich noch den internationalen Whisky kennengelernt. Ich war auch, glaube ich, 2016 war ich auch noch einmal bei Teeling. Ja, doch, bei Teeling müsste es gewesen oder 2017, ich glaube aber 2016. Und da habe ich jetzt erstmal so ein bisschen noch mehr außerhalb kennengelernt. Irischen Whisky kannte ich schon so ein bisschen übers Geschäft. Den indischen Whisky habe ich jetzt wirklich kennengelernt, was das Besondere an indischen Whisky ist. Und habe ihn auch, ist jetzt auch eine Facette, einfach eine Erinnerung an wie dieses Land mit Whisky umgeht. Sehr, sehr interessant. Also 2016 habe ich dann ein bisschen angefangen, die internationalen Whiskys mir mal anzuschauen. Ist dann weitergegangen im Jahr 2017 mit einer Japan-Tour. Und da habe ich dann erstmal erfahren, wie stark Blend, beziehungsweise das Blending der Fässer wirklich zur par excellence getrieben werden kann. Also wir kennen es von irgendwelchen Blends aus Schottland, sei es Johnny Walker, J&B oder sonst was. Da gibt es auch Premium Whiskys, wenn man sich so anschaut, den Johnny Walker 18, den Johnny Walker Platinum oder sowas. Ah, Platinum habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht probiert, aber diese ganzen besonderen, die können auch richtig gut sein. Aber in Japan hat man dann mitbekommen, wie diese Leute sich Gedanken darüber machen, die verschiedenen Rohbrände und Reifungen in ein Geschmackserlebnis zu vereinen. War sehr interessant, wie man sieht, dass die verschiedene Rezepte herstellen mit verschiedenen starken und mittleren und leichten Bränden aus Grain und dann das Ganze nochmal mit Malt. Das war zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, war die Kirin-Brennerei, die Fujigun Tempa-Brennerei am Fuße des Fujis, die zusammen ist mit der, wie heißt es, die sind in einem Konzern oder eine Firma mit der Four Roses-Brennerei, die ja auch sehr viele Rezepte hat, wie sie ihren Whisky herstellt und die man dann nachher zusammen blenden kann. Also sehr, sehr interessant. Das Thema Blend habe ich in Japan extrem stark betrachtet, obwohl dort drüben auch sehr, sehr viel Single Malt und Einzelabfüllung geht, vor allem bei den kleineren Brennereien. Sehr, sehr interessant. Habe ich dann auch so eben meine Geschmacksnuancen etwas erweitert, um Japan erstmal richtig zu kennenzulernen. Und jetzt 2018, 2019 und ich glaube auch schon 2017 habe ich auch noch eine Tour gemacht am Ende. Gab es auch nochmal Schottland-Touren. Und jetzt lerne ich nochmal das Zentrum von Schottland, weil es ja in letzter Zeit, ich habe einmal südliche Highlands gemacht und jetzt noch Speyside, nochmal Speyside und das nächste Mal wird es irgendwann so Inseln, nördliche Highlands so in der Richtung geben. Also jetzt lerne ich nochmal Schottland richtig im Detail kennen. Bis jetzt hatte ich von den Details so Schottland Highlands und Schottland Isla Campbelltown, die Region habe ich genauer unter Betracht genommen und jetzt werde ich noch mal genauer in die verschiedenen Highland-Brennereien reingehen. Wobei ich sagen muss, Highland ist nicht gleich Highland. Also das habe ich jetzt schon in den 3 Touren, die ich gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, Highland ist definitiv nicht gleich Highland. Also ein Whisky, der irgendwo in den Süden, im Zentrum der Highlands ist, ist ganz anders, als wenn man sagt, man hat einen Highland-Whisky, der irgendwo am Norden ist, irgendwo an der Küste ist oder so. Das sind ganz andere Mentalitäten dahinter, das sind ganz andere, andere Regionen dahinter, aber auch, man muss auch sagen, jede einzelne Brennerei hat auch einen viel stärkeren Fokus auf sich selbst. Bei Isla gibt es ein paar, die haben ihren eigenen Fokus, aber die meisten Brennereien versuchen so diesen typischen Isla-Style auch zu verkörpern und vielleicht noch irgendwo das hinzuzudichten, was den Brennereicharakter ausmacht. Wobei in den Highlands viele der Brennereien sich
nicht so an einem typischen Highland Malt orientieren, sondern eher wirklich ihr eigenes Ding machen. Also Highland würde ich sagen, so einen ganz typischen Highland Malt. Ich weiß nicht, ob das nicht langsam die Vergangenheit ist. Ja, das ist so meine Geschmacksreise gewesen. Bisschen komischen Einstieg. Den Einstieg würde ich aber nicht auf die Cocktails mit dem Medley oder ich weiß gar nicht mehr, doch, ich glaube es war Medley damals nehmen, sondern ich würde sagen, also mein Einstieg in den richtigen Whisky war damals der Lagavulin 16 und das finde ich eigentlich ganz nett. Bin gespannt, wo mich es in nächster Zeit noch hintreiben wird. Ich denke mal sehr, sehr viel Schottland und vielleicht auch noch mal ein paar internationale Besuche werden auch noch drin sein. Schreibt mal in die Kommentare rein, vielleicht gerne auch mal ein längeres Kommentar, was ihr für eine Reise gehabt habt oder wo zum Beispiel der Start für den Single Malt Whisky bei euch war. Jetzt nicht der erste Whisky, den ihr probiert habt, weil bei den meisten Leuten war das sicher irgendwo Whisky Cola. Das ist, ich weiß nicht, Whisky Cola zählt für mich nicht zu Whisky Cola. Schreibt mal rein, wo eure erste Single Malt oder Premium Whisky Erfahrung war. Ja, hoffe ich, hat es euch gefallen. Bisschen viel reden heute, wenig Whisky probieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.